Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten YouTube-Video. Ich bin's mal wieder, der kleine Zippo. Es geht um Folgendes: Heute geht's mal nicht um The Hunter oder um andere Spiele. Heute geht's mal um ein Oldschool-Spiel, was seit 2008 am Markt ist. Das ist Age of Conan. Und jetzt hat sich in den letzten halben Jahr viel getan. Leider gibt's noch viele Lags. Das ist leider das einzige Problem. Aber sonst, es hat sich einiges getan. Es gibt jetzt so einen genannten Raid Finder. Mit dem Raid Finder kannst du dich permanent anmelden. Da kommen jede Woche andere Raids vom D3,5 bis D6. Dann gibt es noch Neues, zum Beispiel eine neue Ini haben sie rausgebracht. Die ist im Drachenkamm. Das nennt sie das glitschige Chaos. Da bekommst du jetzt zum Beispiel solche Ringe. Plus bei dem Ring hat er noch einen Runeninschrift. Der nennt sich Chaos. Den Ring kannst, den Stein und den Ring kannst du nur in der Ini bekommen. Durch den Stein und durch den Ring bekomme ich, weil ich mit den Char jetzt online bin, mit meinem Aero, bekomme ich einen Buff plus 60 Hasserhöhung. Das ist so wie ein D6 Buff zusätzlich, weil ich noch die D5 Rune habe. Und das D5 Schwert und D5 Kette habe ich noch zusätzlich nochmal plus 70 Hass. Jetzt hat sich noch einiges geändert. Es gibt jetzt noch eine Arena. User in your channel timed out. Im Feld der Toten gibt es noch eine Arena. Da kannst du gegen deine Begleiter kämpfen, was früher immer in dem Spiel komplett unnötig waren. Die sind dir eigentlich nur nachgelaufen und das war's. Du konntest mit denen nichts machen. So kannst du sie jetzt zum Beispiel rufen. Gehst in die Arena, kämpfst du gegen sie. Wenn du dich hochgelevelt hast in der Gruppierung bis Level 4, kannst du dir ganz spezielle, wunderschöne und sehr starke Ketten zum Beispiel mit 71 Konsti und Schutz. Dann bekommst du noch einen Runenstein, der was dem wieder Heilung oder mehr Schaden macht, der was nur einmal anklicken brauchst, der hat keine Abklingzeit. Dann bekommst du noch einen Runenstein, der ist zum Beispiel, dass du überall 10% Resistenz bist gegen alles, Betäubung und so weiter. Und dann gibt es noch was Neues. Durch den Raidfinder gibt es jetzt atlantische Schärpen. Durch die atlantischen Schärpen kann man sich ab 1350 Stück in alter Rantia einen legendären Ring kaufen. Mit den legendären Ring, mit die zwei Kombinationen mit den Ring, bekommst du noch einmal plus mit die Steine 75 Stärke, 100 kritische Schadenswert und zusätzlich noch einmal Hasserhöhung. Und die Werte, man sieht es ja deutlich, man kann sie hier lesen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder ein kleiner Eindruck von mir. Und vielleicht kann ich irgendwen dazu begeistern, dass er mal wieder in das Oldschool Age of Conan reinschaut. Ich bedanke mich und bis bald. Tschüss.